Ich muss mal irgendwann mal nochmal das Crew-Logo mal wieder aktualisieren. Irgendwie gefällt mir das nicht mehr. Alles gut. Achso, den neuen musst du mal einladen. Ja, da bräuchte ich aber seinen Namen auf Rockstar. Den kann ich ja entweder über Spiel einladen oder auf Rockstar bräuchte man seinen Rockstar-Namen. Ja, machen wir dann aber, wie gesagt, was kann es ja machen, wenn er da ist. Ansonsten halt in-game einladen. Ja gut, machen wir dann, wenn der da ist. Machen wir dann mal komplett mit der Vollnatur. So, also, nächste Mission. Ey, Kev, hallo. Ah, willst du die Frau nicht mitnehmen, oder was ist los? Ah, meinst du? Ich dachte, ich schaff das. Ich fahre nirgendwo ohne meine Frau hin, was soll denn das? Also bitte. Gut, okay, fahren wir zur Maze Bank Arena. Laszlo besuchen bei Fame or Shame. Der Typ, ey. Aber der hat genau sein Fett wegbekommen in der Mission. Der bekommt das, was er verdient. Ich glaube, wenn irgendwann mal Dieter Bohlen auf Laszlo trifft, dann explodiert die Welt. Ja. Ja, aber Laszlo, der Typ, der so. Trevor hat es genau richtig gemacht. Der hat genau dem Typen gegeben, was er gekriegt hat, was er verdient hat. So ein komischer Typ, ey. Entschuldigung. Das ist ja wirklich ein Radio-DJ, der Typ, der den Laszlo. Ja, der kenne ich. Ich kenne ihn aus GTA Vice City. Ja, aber ich meine, der Typ, der hinter, also der praktisch die Figur spricht. Schau dir mal, wir müssen hier. Ah, jetzt sagt. Die Monster Trucks, ja. Ja, ich weiß, aber ich. Ich fahr den Gelben. Ich fahr zwar eigentlich normalerweise ungern was Gelbes, lass mich in Ruhe. Hat das was mit Fußball zu tun? Ja. Ja, ist, ja. Oh nein. Was ein scheiß Teil. Ah, wir müssen auch noch Autos zerstören mit den Dingern. Ah, ernsthaft? Ja. Das Ding fährt schon so ziemlich beschissen. Nein, ich will kein persönliches Fahrzeug. Das sind so rote Punkte auf der. Ja, ich sehe es gerade, aber. Kannst du mit dem Ding irgendwas machen? Nee, kannst du nicht. Drüber fahren. Ja, drüber fahren. Das klappt nicht mal mit random Autos. Was wollt ihr? Geh mir auf den Sack, die scheiß Cops gerade. Oh, Alter. Oh. Vor allem lustig ist jetzt, dass wir die Cops loswerden. Ach, ich rufe Lester an. Autsch. Geht wahrscheinlich eh nicht, aber. Ja, aber bringt ja eins, wenn du die Autos zerstörst, kriegst du eh nur gleich wieder Polizei. Ja, aber zumindest habe ich dann Ruhe dahin erstmal. Hey, ja, geht. Okay. So, jetzt bin ich die Chefkopf, erstmal hinter mir los. Einfach drüber fahren oder was? Reicht? Ja. Okay. Ich räume hier gerade mal am Flughafen ein bisschen auf, ja? Naja, ich habe schon den ersten. So, warte mal. Ach, da unten stehen noch mehr, ne? Mensch, explodier doch mal. Ja, du musst, glaube ich, ziemlich mittig drüber fahren. Dann gehen die runter. So, da hinten ist einer links von uns. Geht doch. Von mir. Vor allem, den interessiert das gar nicht, den Kopf. Ah, der steht hier mit so einem. Aber steht der nicht wie so eine. Steht von bei mir in der grünen Garage. Also ja, steht nicht in der. Oder steht in der Garage? So, Also am Flughafen sind alle weg, alle ziehen. Ja, Fahrzeuge. Wir sind gerade unter. Baby und ich sind gerade unterwegs irgendwie. Warte mal. Wo steht die Karre denn? Das steht da in der Garage oder das Auto? Vermutlich, ja. Wie hat das? Du Dreckskopf, Alter, ich hab dir der Karre gestanden. Ja, der steht hier unten in der Garage drin, ja. Vorher steht hier noch ein Kopf drin.
Ja, ach, alles gut, kriegst du hin. Bleib mal weg. Das einzige Problem an dem Monster Truck hier ist, du fährst über irgendwelche NPCs und das Auto dreht ab. Das Ding hat so eine Federung, das macht schwupp und weg ist es. Ja, ja. Erledigt. Noch mehr Fahrzeuge? Ja, ja. Alter, wenn das jetzt nicht hier ein bisschen Kohle bringt, Alter, bei der Macherei. Schon, fahr mal bitte ein bisschen raus von mir, ja? Ja, der eine stand bei Dings und bei Lamar in der Garage, das war ein Lowrider. Da muss ich erstmal rein. Klar kriegst du jetzt natürlich wieder Kops. Da, Baby hebt ab, ich heb ab. Nicht zeig mich am Boden. Auf meine Hoden. Ach. Ah! Driften tut das Auto aber gut. Keine Ahnung, ich fahr. Komm her hier. Oh, getunte Autos. Geil. So, erledigt. Und natürlich fährt die Polizei mir genau in den Weg. Die Polizei ist mir gerade einfach in die Karre reingefahren und ich habe Sterne gekriegt. Jetzt. Ja. Oh! Oh, Alter. Verschwinde mit deinem Auto, Mann! Ey, musst du echt aufpassen, dass du mit dem Ding hier nicht umkippst bei jedem Überfahren. Alter, die Polizei geht mir auf den Senkel. Mensch, mach dich. Oh! Alter. So, ich fahr schon mal weiter und hol mir den da hinten, der da noch fährt. Ja, ich bin hier auf dem Parkplatz. Ja, ja, alles gut. Oder ist da Baby schon auf dem Weg zu dem? Oh, Alter. Verschwinde, scheiße NPC! Ja, Bibi war schneller. Oh, Alter! Kriegst du das dahin, Kev, oder soll man dir helfen können? Ich hab schon. So, jetzt müssen wir die abliefern. Oh. Ja, der eine hat ein bisschen beschissen in der Dings geparkt. Also ich habe ja mit Haftbomben da reingeworfen. Von daher alles gut. Ich kann mein Auto auf. Jetzt rufe ich Lester an. Ich liefere mein Auto mal ab. Ja, ich rufe jetzt Lester auch nochmal an, damit ich die Kopf mal ein bisschen abgekürzt bekomme, weil mir gehen die gerade ein bisschen auf den Sack. Die mich gerade ein bisschen nerven, obwohl ich krieg's ja schon so los. Aber Laune macht sie. Machen sie die Mission. Ja. Die Mission war echt geil jetzt, ja. Die hat Spaß gemacht. Ja, perfekt. Na, allgemein jetzt so die Mission, die machen Laune. Diese Rückführungsmission, weil die einfach irgendwie hast du wieder fette Action drauf auf jeden Fall. Muss Autos hochjagen. Wo der lässt sich besser fahren als der normale Monster Truck, muss ich sagen, ja. Ich finde das super angenehm zu fahren. Mhm. Ich bin normalerweise kein Fan. Gibt es den überhaupt zu kaufen, den hier? Ich weiß gar nicht. Muss ich gleich gucken. Oder müssen wir gleich gucken. Hä? Ja, den normalen, aber den hier. Wollte gerade sagen, es gibt ja den, diesen Amerika-Style, Monster Truck, ja. Und ja. Na, mal gucken. Seid ihr schon unterwegs zurück zum Hafen oder habt ihr noch Autos? Ja. Okay. Ich bin direkt hinter dir, Kev.
Ernsthaft? Wenn mir die Karre da vorne den Weg gefahren ist, habe ich die Scheißkopf wieder an der Backe. Ah, ernsthaft? Scheiß Auto da, ey. Ich hasse das. Ich hol jetzt da, weil mir geht's jetzt schon wieder gerade auf Piss, weil ich über ein random Auto drüber gefahren bin, direkt die Kopf an der Backe wieder hab. What's up, pal? Nein, stopp ich jetzt nicht. So. Erledigt. Puh. Was war eine Mission, ey? Baby ist auch gleich da. Sehr gut. Ja, war am einfachsten. Da standen halt unten an dem Parkhaus einfach, glaube ich, 8 Autos oder so, die ich dann alle hochgejagt habe mit Nervbombe. Sehr gut, Leute. Die letzten beiden Missionen sogar ohne zu sterben. So, die Autos aus dem Flugzeug rausgeholt, also hier. Baby, du stehst falsch. Du musst eigentlich. Ja, ich muss so, bitte. Warte mal, wofür? Du musst die goldene Mitte öffnen. Natürlich, du bist immer unsere goldene Mitte, Baby. Ha, das ist es. Ja. Im Sandwich zwischen Kev und mir bist du immer die goldene Mitte. Ach, herzhaft. Halt mich bitte aus solchen Situationen raus. Okay, ich behalte gern für mich. Ja, viel Spaß. 59.000 haben wir gerade gekriegt. 49. Oder nur fast 50.000, ja. Hat sich definitiv gelohnt. Ein dickes Like auf jeden Fall. Die Mission ist geil. Aber auch wieder angeblich nur 3 Kills, obwohl eigentlich ein paar mehr da waren. Obwohl, gab es nicht viele Leute drumherum. Das ging eigentlich. Mach einfach was zu. Schwere Last haben wir, glaube ich, schon mal gespielt. Die war ziemlich am Anfang, glaube ich, wo wir die Autos aus dem mit dem Cargo rausholen mussten. Das war, glaube ich, über die ersten beiden Missionen, die wir wieder GTA spielen gemacht haben. Das war das, wo wir mit dem Random angefangen haben. Ja. Genau, wo der ziemlich nervös geflogen ist. Die heißt bei mir, glaube ich, auch nervöses Anhängsel, die Mission. Ich glaube, es war die zweite, dritte Folge. Da hier rum. Ja, ungefähr. Ziemlich am Anfang. Die erste Mission haben wir da im Filmstudio. Und die zweite war, glaube ich, die. Ja. Wo wir erst nicht verstanden haben, aber ich dachte, das kriegen wir schon ohne Heli hin. Dann haben wir es doch mit Heli erst hinbekommen. Aber okay. Genau.